is the basis for this drug. One giant bloom and two, first giant bloom, second blue-capped mushroom. Secondary materials, Beaker, keine Ahnung, was das ist. Erlenmeyer Flask, das ist eine Flasche, eine spezielle, wer es nicht weiß, benutzt man im Chemieunterricht. Funnel and Flitter, weiß ich nicht, und destilliertes Wasser, das geht gerade noch. Gut, was wir unbedingt brauchen, muss ich kurz nachschauen. Notes. Nein. Aber wir vielleicht unter Research. Extra Strange Medicine. Was benötige ich dafür? Steht nicht. Ich weiß es nicht mehr genau auswendig. White, Pink, Viola. Ich glaube, wir müssen diese zwei hier. Und sind das ist Tray B und jetzt noch das Weiß, die. Einfach das hier. Das sind das ist Tray A. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das geht. Boah. Okay. Das glaube ich, das ist ein Erlenmeyer. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja, gut. Jetzt haben wir. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder eine Medizin. Jetzt nur leider nichts mehr hier. Müssen wir halt wieder auf die Suche machen. Was ist es für Zeit? Es ist 2 Uhr mittags. Gut, mal auf die Karte gucken. Wir sind hier. Hier sind wir. Bei diesem Haus. Und wenn wir diesem Pfad folgen, werden wir noch zu weiteren Häusern. Ah, da. Oh, sehr schön. Sehr schön. Cool. Dann stelle ich mir jetzt noch eine einfache Medizin her. Danach mache ich nochmals eine von diesen Blumen. In das Lager, damit wir auch beim nächsten Außenposten wieder Medizin herstellen können, falls es dort keine Blumen hat. Ja, oh, ich nehme bald eine Stunde auf. Ist gut. Oh, ich hoffe, meine Festplatte DSLD ist es, dass die jetzt leer ist, bevor ich aufgenommen habe. Sonst stehe ich ein wenig blöde da, wenn plötzlich Fraps aufhört aufzunehmen. Bis jetzt ist die Zahl ja noch rot. Also das seht ihr noch, was ich hier mache. Aber mir ist das einmal bei Assassin's Creed passiert. Plötzlich wurde die Zahl gelb und ich hatte es nicht gerade realisiert. Und ja, das war ein wenig blöd. Egal, tun wir wieder mal so das da rein. Und weiter geht's. Wir gehen zum nächsten Haus. Ich hoffe, dort finden wir wieder andere Notizen, die uns zu einem nächsten Außenposten oder so bringen. Oder die uns in unseren Forschungen weiterbringen. Bis jetzt haben wir noch, zum Glück, noch keine Konfrontation mit irgendwelchen anderen, keine Ahnung was, irgendwelchen anderen Kreaturen. Ich weiß ja nicht, was es auf dieser Insel gibt. Bis jetzt haben wir nur ein paar Eichhörnchen und Möwen und Vögel gesehen. So, alles. Wow. Boah, diese Bilder, die haben mich jetzt voll erschreckt. Keine Ahnung warum, aber plötzlich kam ich so um die Ecke und dann diese Bilder und boah, okay. Gut, da hat es wieder genügend Messer, da können wir mal wieder speichern. Und da hat es eine neue Karte. Sehr schön. Map to Bioluminescent. Ah. Gut, das ist diese Alge, von der wir gehört haben, die wir benötigen für Agent Y. Also hier für das da hier, die Antitoxin. Benötigen wir
Nein, das ist der falsche. Hallo? Hä? Ah, das ist der Swamp Trail. Wo war das? Notes? Das heißt genau das da hier. Da. Wir sind hier, dann müssen wir einfach diesem Pfad hier wieder folgen. Dahin. Schauen, schon eingezeichnet. Sehr schön. Okay. Einfach, das sollte nicht zu schwer werden, weil das sieht alles ziemlich felsig aus. Bis hier. Und dann, da ist das. Und hier haben wir wieder zwei Zelte und diverse Ruinen, so wie es aussieht. Wunderbar. Was für Zeit? Naja, 3:30 kommt mich hier noch ein wenig hier rum. Hier hat es ja noch ein Haus. Da muss ich aber jetzt irgendwie runter. Ja, das ist das da. Ah, schön gemacht hier. Wenn nur die Steuerung etwas einfacher wäre und die Grafik noch besser, dann wäre das ein richtig geniales Spiel. Ah, was haben wir hier? A list of basic medical plants. Aha. Das sind die Basismedizin. Verschiedene Pilze, die kennen wir. Den kennen wir. Den kennen wir. Die zwei habe ich noch nicht gesehen. Gut. Ah, was ist das da? Wieder irgendwelche Listen zu Pflanzen. A document about anti-hallucination medicine. Okay, roter Hibiskus. Cool, den haben wir schon mal. Nein, war das Hibiskus? Ich weiß nicht. Discovered respect. Bla bla bla. Ja, Anti-Halluzinationen. Ist ja wunderbar, wenn man schon solche Sachen sieht. Von wegen Anti-Halluzinationsgift und solchen Zeugs. Man das noch nicht erlebt hat. In diesem Spiel jetzt. Und dann ja, so wunderbar erfährt. Ah, das kommt auch noch auf uns zu. Sind ja schöne Aussichten. Gut. Was soll ich noch machen? Ich glaube, sehr viel gibt es gar nicht mehr. Ich werde jetzt ein wenig in die Richtung gehen. Dann wieder umkehren, weil bald nehme ich eine Stunde auf, dann mache ich wieder eine Aufnahmepause. Ich nehme ja grundsätzlich immer nur eine Stunde auf und dann wird das geschnitten in 4 Parts. Gut. Komm. Gehen wir mal ein wenig hier durch. Messer habe ich. Leider habe ich meine Axt verloren, das nervt mich ein wenig. War eigentlich schon cool. Gut. Ich muss eh umkehren. Da ich noch speichern muss, wenn ich beende. Das kann ich ja nur bei solchen Camps. Und bis zu den Ruinen hinlaufen möchte ich jetzt nicht, weil ich rechne damit, dass wir uns verlaufen werden. Wir laufen jetzt wunderbar gen Süden. Das ist gut. Kennen wir diesen Pilz schon? Ja, den kennen wir schon. Den tragen wir jetzt halt ein wenig mit uns rum. Ich sollte vielleicht auch mal ein wenig die Pfade verlassen, um ja, neue Pflanzen zu entdecken. Aber ich traue mich gar nicht so richtig momentan noch, weil ich möchte mich wirklich jetzt nicht verlaufen. Muss irgendwo hier sein. Jetzt muss ich mich entscheiden, rechts oder links. Gehen wir eher in den Osten oder eher in den Süden? Ich glaube, Süden ist schlauer. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Weil Osten, dann kommen wir vielleicht irgendwie zu dem hier und das möchte ich ja eigentlich nicht. Darum werde ich mich dann für diesen Weg hier entscheiden. Wir sind wieder, ich drücke immer das. Wir sind wieder durstig. Kurz was trinken. Weiter geht's. Es ist für Zeit. Es ist 5 Uhr abends.
Ist das der richtige Weg? Oder ist das der richtige Weg? Oh Gott. Da muss man ja wieder Entscheidungen treffen. Der ist einfach viel mehr südlich und ich gehe davon aus, dass umso südlicher eigentlich umso besser ist. Ich will jetzt noch genau bis zu dieser Biegung dort vorn laufen. Wow, was ist jetzt los? Ich renne. Hilfe, Hilfe. Irgendetwas ist los. Ja, spring doch! Was ist los? Wow! Wow, habt ihr das gesehen? Hilfe! Schnell! Renn! Boah! Boah! What the fuck? Hilfe! 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 Mama, 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 schneller. Uah. Was will der? Komm, ich bin bewaffnet. Hilfe. Komm schon, lauf doch rückwärts. Schnell da rein. Schnell! Boah, das ist mir jetzt gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Boah. Ja. Gut. Soll ich jetzt den schon angreifen? Okay. Dass da dieses Vieh doch... Das ist doch... What the fuck? Das sind all diese Bilder. Die stellen den da. Das ist er doch, oder? Boah. Was ist... Ja, 6 Uhr abends. Oh Gott. Schnell was trinken. Boah, okay, ich nehme jetzt hier bald eine Stunde auf. Boah, das war jetzt schon etwas unheimlich, aber gut, jetzt kennen wir unseren Feind. Ich glaube aber nicht, dass wir den einfach so locker besiegen können. Ist er immer noch draußen? Ja. Okay. Egal, ich speichere hier. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann werden wir uns diesem Vieh stellen müssen. Ja, bis dann.